Was geht, Leute von heute? Mein Name ist Revix und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und in diesem Video geht es um meine unterschiedlichen Ansichten im Gegensatz zu Gear Thunderlord, was PvP, Skill allgemein und Frachten zerstören betrifft und vor allen Dingen, was Spaß am Spiel betrifft. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, wie viele von euch wissen, mache ich gerade eine Ausbildung und ich war jetzt auch wieder in der Berufsschule, beziehungsweise bin es sogar noch eine Woche und hatte wieder Prüfungsphase, deswegen kamen auch keine Videos. Aber ihr wisst ja Bescheid. Und in der Zeit hat Gear Thunderlord halt ein Video hochgeladen mit dem Titel Vollidioten in GTA 29, da flüchten die Rentner. Und in diesem Video ist er auf ein paar Sachen eingegangen, die ich absolut anders sehe. Und es war eigentlich immer schon klar, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Allerdings hat mich sein Aufruf an seine Community, Leuten in GTA ihre Fracht zu zerstören, dazu gebracht, jetzt dieses Video mal zu drehen. Ich habe jetzt lange nichts gesagt, habe mir halt gesagt, er hat seinen Stil, er macht sein Ding, ist auch alles cool soweit. Und persönlich habe ich mit ihm auch überhaupt kein Problem. Aber weil ich auch echt oft mit ihm verglichen werde und er jetzt in diesem Video wirklich einige Punkte genannt hat, wo ich mir denke, so, nee, Mann, absolut nicht, Digga. Habe ich mich jetzt dazu gezwungen gefühlt, dieses Video hier zu drehen. So, erstmal zum Video an sich. Ihr seht im Hintergrund Gameplay von mir auf eine Art und Weise, die ich eigentlich absolut verabscheue. Und zwar ist dieses Gameplay für alle die unter euch, die meinen, KD-Pushen wäre cool, KD-Pushen hätte was mit Skill zu tun, das Abfacken von Low-Levels wäre krass und auch generell einfach das Abfacken von Leuten, die keinen Bock auf PvP haben, wäre krass. Und weil ich das nicht in meinem eigenen Outfit machen wollte, weil es absolut gegen meine Prinzipien verstößt, habe ich mir ein Gear Thunderlord Outfit gemacht. Ist natürlich nur so ein kleiner Witz nebenbei. Das Gameplay umfasst zwar skillvolle Kills, aber gegen Leute, wo es wirklich absolut nicht schwer ist, diese Art von Kills zu reißen. Und auch wenn mich viele immer auf dem Boden sehen, weil ich halt absolut gerne auf dem Boden spiele, heißt das nicht, dass ich nicht auch Heli fliegen kann oder Jet fliegen kann. Natürlich bin ich nicht der Beste, es gibt immer bessere Spieler, da werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Und ich werde das auch niemals von mir behaupten, dass ich in irgendeiner Weise heftig, krass, super toll, mega gut bin. Weil, wie schon gesagt, es auch viele unter euch Zuschauern gibt, die wesentlich besser sind in dem Spiel als ich. Und das ist auch absolut okay. Und da kommen wir auch dann schon direkt zum ersten Punkt, den ich euch gerne nahebringen würde. Es ist meiner Meinung nach in GTA so, dass man sich gerade als erfahrener PvP-Spieler seine Ziele aussuchen kann. Natürlich ist GTA ein PvP-Spiel und es ist auch extra so ausgelegt. Allerdings hat man selber immer noch die Möglichkeit zu entscheiden, wen oder was man in diesem Spiel abfuckt. Ich persönlich greife gerne Spieler an, die Bock haben auf PvP, sprich Spieler, die versuchen wollen, eine ganze Lobby auseinanderzunehmen, die Low-Levels abfacken, auch Leute, die Frachten zerstören und ganz besonders natürlich Noob-Biker oder halt Leute, die halt mich angreifen. Das ist so meine Spielweise und da habe ich dann auch Bock auf PvP. Und es ist in meinen Augen einfach nicht krass, also man kann sich einfach nicht als super heftig gut einstufen, wenn man in eine Lobby geht, sich dort jemanden aussucht, der ganz offensichtlich viel, viel schlechter ist als man selbst und den dann 30, 40, 50 zu 0 abfarmt und sich dann später mega heftig darauf feiert, dass man ja so krass gut in dem Spiel ist. Nee, Leute, absolut nicht. Ihr habt es gerade geschafft, einen absoluten No-Hand in diesem Spiel abzufarmen. Herzlichen Glückwunsch. Das macht euch vom Skill her kein Stück besser. Das Thema geht gerade an diese KD-Pusher. Die KD-Pusher, die wirklich glauben, dass eine KD ausstrahlt, wie viel Skill ein Spieler wirklich hat. Nein, absolut nicht. Jeder erfahrene PvP-Spieler in GTA weiß, dass KD absolut gar nichts aussagt. Null. Und wenn man jemanden mit einer 20er KD sieht, einer 30er, 40er oder 50er KD, dann weiß jeder erfahrene PvP-Spieler auch, erstens, was für Ziele er hat, welche Personen er angeht und vor allen Dingen auch wie. Und in den meisten Fällen ist das richtig dreckig. Das sind Leute, die in dem Spiel einfach nicht gut sind, vielleicht einfach nicht oft spielen, die sich die Konsole einfach mal so zweimal in der Woche vielleicht maximal anschmeißen, ein bisschen zocken wollen und dann eben von diesen Personen abgefarmt werden. Und das weiß halt jeder erfahrene PvP-Spieler. Da kann mir keiner was anderes erzählen.
gerade auch Leute, die einfach ihre Frachten verkaufen wollen, die grinden gehen, die sich in diesem Spiel ihr Geld legit erspielen wollen, um sich dann ein Heli oder sonst was, ein Auto, leisten zu können und dann absolut stolz darauf sein können, dass sie es geschafft haben, legit, mit viel Arbeit dazu, eine schöne Karre, ein Apartment oder ein Heli oder sonst was zu kaufen. Und diese Leute haben auch meinen größten Respekt, bin ich ganz ehrlich zu euch. Und jetzt nicht in dem Fall, weil die heftig krass sind oder in dem Spiel oder mega das Know-how haben und wissen, wie es läuft. Nein, einfach weil die sich hinsetzen, wirklich richtig ackern, um sich was in dem Game leisten zu können. Und das halt auch noch alles, wie gesagt, legit durchziehen. Und dann kommt da jemand wie Ger Thunderlord und bezeichnet eben diese Person abfällig als PvE-Rentner, wo ich mir denke, Digga, das sind wahrscheinlich einfach Menschen, die halt noch was anderes im Leben zu tun haben, als 24/7 vor der Konsole zu hängen und zu zocken. Oder Leute, die einfach gar keinen Bock auf PvP haben, mit ihren Freunden zusammen Spaß daran haben, Frachten zu verkaufen, Besorgungsmissionen zu machen, PvE halt, und die einfach einen Fick auf PvP geben. In den meisten Fällen sind das auch einfach noch neue Spieler, die das Game gerade erst anfangen und noch gar nicht wissen, wie das Game so abläuft, was man alles machen kann, und die dann so versuchen, ihre ersten Groschen zu verdienen, um sich dann was kaufen zu können. Und die werden dann abwertend als Noobs, Casuals, wie gesagt PvE-Rentner und all das bezeichnet, einfach nur, weil sie gerade ein Spiel angefangen haben, was vielleicht ein Kollege von denen empfohlen hat, und die einfach nur ein bisschen zocken wollen. Und hier kommt jetzt quasi auch der ausschlaggebende Punkt, warum ich dieses Video mache, weil ich eigentlich dachte, dass Thunder und ich, zumindest was Noob-Bikes betrifft, der gleichen Meinung sind. Und zwar, dass wir beide Noob-Bikes hassen. So, wenn man sich das jetzt ein bisschen logisch erschließt. Ihr fangt jetzt ein Spiel an, in dem Fall jetzt GTA, seid voll gehypt, habt voll Bock auf das Game und freut euch einfach, dass ihr jetzt schon euer erstes MC-Labor oder so am Start habt und jetzt mit euren Freunden zusammen verkaufen könnt, damit ihr euch später coole Sachen kaufen könnt. So, und dann kommen da ständig Leute, die einem die hart erarbeitete Fracht einfach zerstören. Und das immer wieder. Und was würdet ihr dann in diesem Moment denken? Denkt ihr euch dann, oh krass, da kommt ein krasser Heli an, der hat meine Fracht zerstört, jetzt muss ich mir auch einen Heli kaufen, damit ich das Ding kontern kann. Nein! Die werden so hart abgefuckt sein, dass sie sich denken, so eine Scheiße, ständig wird meine Fracht zerstört, wie komme ich gegen diese dämlichen Heli-Griefer an? Ja, und was machen die dann? Die machen genau das, was Rockstar will. Die kaufen sich Char-Cards und von den Char-Cards holen die sich keinen Panzer und auch keinen Heli. Nein, wisst ihr, was sie sich dann holen? Richtig! Die holen sich ein scheiß Noob-Bike, weil was ist ein relativ einfacher Konter gegen einen Heli, wo man nicht lange üben muss, was simpel ist und schnell ist? Richtig, Noob-Bike. Und da haben wir den Salat. Und das ist genau der Punkt, wo ich mir denke so, wieso predigst du, Thunder, den Leuten, dass sie diese Frachten zerstören sollen? Das hat doch nur den Hintergrund, dass es einfach noch mehr Noob-Biker in diesem Game geben wird, noch mehr kleine Level 20er auf diesen Drecksdingern, die dann rumfliegen und uns nerven. Und du hast sogar selber gesagt, dass Rockstar das von uns will, dass diese Frachten behindert werden, damit die Leute sich Char-Cards kaufen. Und genau das tust du auch noch. Und ich denke mir so, bin ich irgendwo vorbeigefahren? Habe ich irgendwas nicht mitbekommen oder seit wann bist du auf der Seite von Rockstar? Du bist, soweit ich weiß, eigentlich in fast jedem Video irgendwie immer gegen Rockstar. Aber wenn es ums Frachten zerstören geht und darum geht, Rockstar zu helfen, dass die ihre Char-Cards verkauft bekommen, bist du auf einmal ganz oben dabei? Vor allen Dingen, du selber kannst dir doch auch erschließen, dass die Leute, die du damit abfuckst, die nächste Generation Noob-Bikes sind. Na, herzlichen Glückwunsch! Und dann wird auch noch dazu aufgerufen, dass das mehrere machen. Wir haben ja noch nicht genug Noob-Bikes in der Lobby. Damit die Leute schön alle abgefuckt sind, sich schön alle diese Scheiß-Bike kaufen und dann wirklich irgendwann ganz GTA nur noch voll mit den Dingern ist. So, und da bin ich zum Beispiel komplett anders. Wie ihr in meinen vergangenen Videos schon gesehen habt, habe ich eher so die Mission, jedem auf diesem Scheiß-Bike runterzuballern. Leute, die damit rumeiern, gehe ich an. Ist mir egal, ob die Level 20 sind, ob die Level 4 sind, ob die Level 500 sind. Wenn die damit Leute abfacken und ich sehe das in der Lobby, dann jage ich die. Die sollen ruhig richtig spüren, dass diese Drecksdinger denen nicht helfen werden, irgendwie krass in diesem Spiel zu sein. Logisch betrachtet ist es auch wirklich so, je mehr die Leute auf dem Noob-Bike sterben, von einem Scramjet, von einem Ruiner 2000, von einem Stromberg oder einem Hunter oder einem Savage, desto weniger Bock haben die noch auf dieses Bike und desto eher kaufen die sich dann auch andere Fahrzeuge, wie eben einen Hunter, wie eben einen Savage. Aber wenn denen ständig ihre Fracht zerstört wird
Und das Lustige ist ja, man hat ja nicht mal was davon, wenn man die Frachten zerstört. Man kriegt 2000 lächerliche Dollar. Man hat einfach nichts davon. Gar nichts. Ich finde, man kann sich in dem Moment auch nicht krass fühlen. Absolut nicht. Man ist doch nicht heftig, wenn man in einem 2-Mann besetzten Hunter in Ghost Organization an einen Typen ranfliegt, der gerade seine Fracht verkauft und den dann komplett wegsäbelt. Das geht mir nicht in die Birne, verstehe ich nicht, wie man so denken kann. Vor allen Dingen, wo hat das auch noch was mit Skill zu tun? Ich verstehe es nicht. Und hier möchte ich dann einfach nochmal auf die Leute zurückkommen, die so ein Spiel einfach aus Spaß spielen. Es muss nicht jeder in diesem Game PvP-orientiert sein. Nein! Das Spiel ist so vielfältig, man kann so viele Sachen in diesem Game machen. Und nur weil nicht jeder auf PvP schwitzt, heißt das doch nicht, dass alle in diesem Game Noobs sind und Casuals und PvE-Rentner und was weiß ich nicht alles. Wie ich schon gesagt habe, das sind wahrscheinlich einfach Leute, die noch was anderes im Leben zu tun haben, als zu zocken. Die so ein Game aus Spaß spielen, die einfach sagen, ey, ich hab Bock einfach mal im Auto rumzufahren oder so. Für einfach zusammen was mit Freunden machen, ganz friedlich. Aber nein, wenn die dann da rumfahren und einfach gar nichts machen, manchmal stehen die sogar einfach auf einer Straße, werden dann da weggebombt und werden dann einfach abwertend als dreckige Noobs bezeichnet, wo ich mir denke, aber ist da eigentlich noch alles richtig bei euch da oben? Und dann kann ich halt, wie gesagt, auch nicht verstehen, wie man sich dann selber so hervorheben kann als besonders krass oder besonders gut, wenn man überwiegend nur Leute abfuckt, die nicht mal PvP spielen, die einem nicht mal was entgegensetzen können, die einfach absolut keinen Bock haben zu fighten. Bitte, was soll das denn einem geben? Das ist wie wenn Mike Tyson in die Federgewichtsklasse gehen würde und da einem 16-jährigen Spargeltarzan mit 60 Kilo auf den Rippen einfach mal voll den rechten Haken in die Fresse ballert, der bis zur nächsten Wand nach Timbuktu fliegt und Mike Tyson dem noch hinterher brüllt, du scheiß Noob, das ist ein Kampfsport, damit hättest du rechnen müssen. Hä? Oder seid ihr schon mal in die Schule gekommen, ihr habt gerade in der Schule angefangen, euer Mathelehrer kommt rein, mit einem fetten Mathebuch, was so 10 Kilo schwer ist, ruft euch nach vorne, weil ihr eine Aufgabe nicht wisst und knallt euch dann dieses 10 Kilo schwere, fette Mathebuch voll in die Fresse mit dem Satz, du dämlicher No-Hand, du musst das ganze Buch hier können. Und ich bin zum Beispiel eher so, wenn ich da wirklich jemanden sehe, der offensichtlich keine Ahnung hat und ich halt auch gerade die Zeit habe, dann gehe ich hin und helfe dem, gebe dem Tipps, was er sich zuerst kaufen sollte und zeige ihm einfach, wie es geht, anstatt dass ich den da 20-0 umknüppel, weil davon lernt er halt auch nichts. Und die Leute, die mich kennen, ihr wisst, wenn ich manchmal in der Lobby bin, auch mit meinem Kibo-Account und da sind dann Abonnenten von mir drin, da gehe ich auch mal hin und zock mit denen zusammen oder wir machen ein Bild in-game zusammen. Halt einfach eine korrekte Interaktion mit den Leuten, die mich supporten. Und natürlich habe ich auch ein paar schwarze Schafe in der Crew und ich weiß auch, dass viele auch von Gerd Thunderlord auf meinen Kanal gekommen sind. Aber ich möchte auch all denen sagen, dass ihr hier bei mir eine ganz andere Einstellung kennenlernen werdet. Beziehungsweise, ich sehe die Dinge einfach komplett anders als Thunder. Und ich möchte hier nochmal sagen, ich habe nichts persönlich gegen ihn. Wie gesagt, in der Party, wenn wir andere Games zocken, ist er völlig korrekt. Aber wenn es um so ein paar Ansichten geht, wo ich mir denke so, ey, du hast eine gewisse Reichweite und wenn du deine Reichweite schon irgendwie nutzt, willentlich oder nicht, dafür, dass es halt noch mehr Noob-Bikes geben wird irgendwann in diesem Spiel, dann denke ich mir so, jetzt muss ich dagegen auch mal was sagen. Und ich habe das auch deswegen öffentlich gemacht, damit euch auch einfach bewusst wird, wie erstens, wie unterschiedlich wir denken, zweitens, dass ihr immer eine Wahl habt, wie ihr spielt, gegen wen ihr spielt und dass ihr auch einfach nicht krass oder gut seid, wenn ihr in diesem Game Noobs abfuckt. Das sind Leute, die haben angefangen, so wie ihr auch. Ihr wart selber mal alle scheiß Casuals. Ihr wart selber mal alles scheiß Noobs. Ich war auch selber ein Kack-Noob am Anfang. Das war jeder von euch. Und wir wollen doch, dass dieses Game auch wieder wächst, dass wieder mehr Leute GTA spielen. Und dann hilft es doch nicht, dass gerade die neuen Leute, die dieses Spiel anfangen, dass sie aus den Lobbys rausgemobbt werden. Dann geht doch lieber hin und unterstützt sie und fuckt die Leute ab, die andere Leute abfucken oder eben diese neuen Spieler abfucken, um ihre KD zu pushen. Dann seid ihr viel ehrenvoller als das, was Thunder euch da vermittelt. Auch diese ganze Sache mit diesem Bodenhanseln und Skill und Bodenkampf wäre ja nicht skillvoll. Ganz ehrlich Leute, ich bin zum Beispiel jemand, der macht alles. Weil was heißt alles? Ich mache halt vieles. Ich kann zum Beispiel kein Run and Gun, da bin ich ganz offen und ehrlich. Und ich bin auch nicht gut im 1 gegen 1 Jet Dogfight. Ich denke mir aber auch, ich muss auch nicht alles können. Aber ich urteile auch nicht über Sachen, die ich selber nicht beherrsche. Mir macht Run and Gun einfach persönlich nicht so viel Spaß. Und Jet Dogfight habe ich einfach noch nicht genug praktiziert. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, Jet 1 gegen 1 ist ja voll dumm. Und voll schlecht. Oder Run and Gun ist ja mit Auto-Aim voll für Noobs.
Run and Gun hat auch was mit Skill zu tun. Da muss man genau wissen, wann man sich rollt. Da muss man genau wissen, wann man einen Sidestep macht. Und Respekt an die Leute, die das können. Ich kann es nicht. So, und jetzt wieder zu diesem Thema Bodenhanseln. Er verurteilt das ja so heftig, obwohl er es selber nicht spielt. Er kritisiert quasi, dass man beim Snipen, wenn man in die Ego geht, die ganze Zeit hin und her zappelt. Das wäre ja nicht skillvoll. Das wäre ja einfach nur, weil man Parkinson hat. Da denke ich mir, Digga, mach das doch erstmal. Das ist gar nicht so easy. Versuch mal damit einen zu treffen. Snipen in diesem Spiel ist nicht easy. Das hat was mit Skill zu tun. Leute aus dem Heli raussnipen, Leute aus dem Jet raussnipen. Absolut geil. Oder viele sagen auch Rocket Spam. Rocket Spam wäre ja so scheiße. Rocket Spam ist ja ein Glitch. Setzt euch mal dahin und macht das mal. Natürlich ist es ein Spielfehler in dem Sinne. Und es ist auch unfair, wenn man da 10 Raketen auf einmal ballern kann, gefühlt. Aber Leute, das ist nicht einfach. Dafür braucht man Übung, dafür braucht man Skill, das ist echt nicht easy. Und dann kotzt es mich an, wenn man sich da hinstellt und sagt, hö, das ist ja alles skilllos und alles scheiße. Ich zum Beispiel bin auch der Meinung, dass Helifliegen skillvoll ist. Ja, gebe ich ihm vollkommen recht. Ist wirklich so, aber es ist in meinen Augen wesentlich einfacher, seine KD in einem Heli zu halten oder zu pushen, als auf dem Boden. Und deswegen ist Bodenkampf für mich persönlich auch schon wieder skillvoller. Es sei denn, es kommt dieser ganze Tryhard-Scheiß, wo man sich nach dem ersten Hit in die Luft sprengt. Das ist natürlich wieder eine Geschichte. Das ist einfach unfaire Scheiße. Genauso wie dieses Passiv-Poppen. Das hat alles nichts mit Skill zu tun. Da hat er schon recht. Aber holy moly. Erstmal selber machen, sich da hinsetzen, vielleicht selber mal versuchen und dann erst urteilen. Und ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, aber ich glaube tatsächlich, dass das auch schon versucht wurde, es nicht auf Anhieb funktioniert hat, weil man halt Skill braucht und Übung braucht. Und deswegen wird das jetzt als schlecht und scheiße dahingestellt. Absoluter Schwachsinn in meinen Augen. Und da will ich nochmal das Thema Orbitalkanone ansprechen. Leute, wenn die Tryharder euch in diesem Game mit einer Orbitalkanone killen, dann um Gottes Willen seid nicht abgefuckt. Ihr müsst euch mal überlegen. Der hat jetzt $750.000 für einen Kill ausgegeben. Und selbst wenn er diesen Glitch macht, wo er nicht dafür bezahlen muss, muss der einfach extra, um euch zu killen, die Lobby verlassen und dann wieder nachjoinen. Wisst ihr, wie viele Ladescreens das sind, die er nur in Kauf nimmt, um euch einen Kill zu drücken? Ey Leute, ganz ehrlich, wenn sich da einer in die Base portet, dann stelle ich mich nicht unter eine Brücke oder gehe passiv oder Ghost. Ey, ich stelle mich mitten auf die Straße und sag, ja, komm her mit deiner Orbi. Immer her damit. Was juckt es mich denn, ob ich jetzt einmal in diesem Game sterbe? Es ist ein scheiß Videospiel. Im besten Fall hat er jetzt noch $750.000 für mich ausgegeben. Ja, geil. Das ist einfach mal ein Supersportwagen. Das sind 3 Luxus-Apartments. Für einen billigen, mickrigen Kill. Und dann schreibt er noch Els oder so eine Scheiße, obwohl eigentlich er der Loser ist, weil er sich in die Base porten musste und einen nicht anders holen konnte als mit dieser Orbitalkanone. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, wie man davon abgefuckt sein kann. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, was der da für einen Aufwand hinter hat oder in dem Sinne für Kosten dahinter hat. Ist doch scheißegal, ob der 10, 20, 30 Milliarden auf dem Konto hat. Einfach dieser Fakt, dass er 750.000 für euch ausgegeben hat, um euch zu killen. Da fühle ich mich, ganz ehrlich, da fühle ich mich schon geil dabei. Da denke ich mir so, ja, Hammer, dass du das jetzt machen musstest, um mich zu holen. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin zum Beispiel auch jemand, der immer wieder nach neuen und kreativen, skillvollen Wegen sucht, Leute zu killen. Nehmen wir mal einen Hunter zum Beispiel. Die meisten fliegen mit dem Sperrfeuer rum. Oder mit den Lenkraketen. Ey, ihr wisst schon, dass so ein Hunter auch Bomben hat, ne? Und jetzt spreche ich nicht davon, dass ihr mit einem Bombenteppich hier rumfliegen sollt. Versucht doch mal einen, ständig mit einer Bombe zu treffen. Mit einer Bombe abzufacken. Das ist für mich skillvolles Hunterfliegen. Mal so eine Abwechslung zwischendurch. Mit einer Bombe den Typen schön präzise wegholen. Ist möglich, zeige ich euch hier im Video. Der Typ war zwar absolut lost und ich habe mich dafür gehasst, weil es ein Low-Level war auch, aber ich hatte den immer wieder gekillt mit nur einer Bombe. Fand ich geil. Oder wenn ihr im Hunter im Geschützturm sitzt, dann müsst ihr nicht da rumballern wie so ein Gestörter. Bam, 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 bam und der 6. Hit, der trifft dann mal. Wenn ihr es ein bisschen skillvoller machen wollt, ein Schuss, Leute. Einen einzigen Schuss und der sitzt. Wisst ihr, was das für ein geiles Gefühl ist? Wenn ihr den mit einem Schuss holt, bam, und er ist weg. Das hört sich auch einfach cool an. Das ist einfach geil. Wie so ein kleiner Furz so. Und er ist tot. Das ist für mich Skill. Das finde ich cool. Ich habe letztes Mal, wo ich ein Video aufgenommen habe, habe ich einen Abonnenten und Zuschauer getroffen. Kamikaze heißt er. Der flog in einem Laserjet. Natürlich hätte er jetzt einfach die ganze Lobby belasten können, da jeden einzeln wegficken können. Hat er nicht gemacht. Was hat er gemacht? Er ist in einem Rückwärtsflug. Und hat die Leute dann rückwärts weggeholt.
Wie cool ist das denn bitte? Und ich weiß, dass es auch viele von euch können. Ich persönlich kann es jetzt noch nicht. Ich werde es üben und versuchen, dass ich das auch mal irgendwann so hinkriege. Zumindest mit der Laser. Aber das sind in meinen Augen geile Kills. Und nicht mit dem Hunter da, zwei Personen da drin und dann mit 8 Raketen Sperrfeuer auf den reinhageln und sagen, boah, das ist krass und das hat was mit Skill zu tun. Das hat vielleicht ein bisschen was mit Übung zu tun, ja. Aber richtig heftig Skill braucht man dafür jetzt nicht, finde ich. Da ist es auf jeden Fall wesentlich schwieriger, mit einem Laser rückwärts einen Typen präzise auf dem Boden zu killen, als mit dem Hunter und 8 Raketen Sperrfeuer. Oder mit der Starling oder dem Rogue einfach Bombenkills machen. Eine einzige Bombe, Leute. Kein Bombenteppich, das ist lame. Nur eine Bombe, ihr kriegt richtig dieses Feeling, wie ihr dann runterfliegt, diese eine Bombe droppt und es macht nur BÄM und er ist hin. Wie gesagt, Leute, es ist einfach ein geiles Gefühl und wenn ihr sowas dann drauf habt, dann wisst ihr auch einfach so, ihr habt gerade einen coolen, skillvollen Kill gemacht. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich gerne mit der Hydra mit einem Flügel rumfliege. Natürlich ist das nicht effizient, natürlich wäre ich auch einfach zu holen. Aber wie cool ist das denn bitte, mit einem Flügel einen Typen von straight oben wegzuholen, während er euch nicht mal anvisieren kann, nicht snipen kann, gar nichts. Und er fliegt quasi mit einer Hydra senkrecht über ihm und knallt ihn weg. Das ist der Grund, warum ich mit einem Flügel fliege manchmal. Einfach aus Fun, auf Spaß, weil es geil ist, weil es mir Spaß macht, skillvolle Kills zu machen. Dieses dämliche Lobby belasten und bis die Lobby leer ist und abfahren, was bringt mir das denn? Nichts. Ich kann mich damit nicht mal gut fühlen. Die Hälfte der Lobby sind eh Anfänger. Oder Leute, die einfach gar keinen Bock auf PvP haben. Da kann ich mich doch nicht krass fühlen, wenn ich die jetzt leer gemacht habe. Also mal ganz ehrlich. Und ich habe auch ein Video, und das muss ich jetzt leider sagen, auch mit einem Moderator aufgenommen, wo wir dann zu dritt waren, gegen einen, der absolut keine Chance gegen uns hatte. Und er hat nichts Besseres zu tun, als in CEO zu gehen, BST zu schlucken und dann mit dem Präzisionsgewehr auf den einzuhageln. Wo ich mir denke, Digga, wir sind gerade zu dritt. Der Typ kann eh schon nichts machen. Wieso schwitzt du denn jetzt so um dein Leben? Da sind wir zu dritten Typen angegangen. Es war jetzt kein Low-Level, der war schon High-Level und so und der hatte auch Bock auf PvP, aber da denke ich mir so, da muss ich doch jetzt nicht um mein Leben schwitzen, um den zu killen. Habe ich gar nicht verstanden. Habe ich absolut gar nicht verstanden. Ich bin mir durchaus bewusst darüber, dass das Video wahrscheinlich viel Kritik erfahren wird, was auch kein Problem ist. Vielleicht werden jetzt einige Leute sogar sagen, ich hätte Beef mit Thunder oder so. Aus meiner Perspektive habe ich es nicht. Ich habe hier einfach nur meine Meinung kundgegeben zu einigen Dingen, die er halt sagt und macht. Selbst wenn wir da jetzt hunderte oder tausend Leute nachjoinen wollen, Jungs, viel Spaß beim Suchen in der Lobby, ich zisch mir in der Zeit ein Bierchen oder so, macht da, was ihr wollt. Und selbst wenn wir uns in der Lobby begegnen und ihr mich da in Anführungszeichen hart belastet, das ist ein Videospiel. Könnt mich sogar noch hochladen, da macht ihr sogar noch Promo für mich. Aber ich hoffe an die Leute, die verstehen, was ich euch damit vermitteln wollte, dass ihr gecheckt habt, worum es mir geht. Ihr habt die Möglichkeit, euch auszusuchen, wen ihr in diesem Spiel angeht. Ihr habt die Möglichkeit, euch auszusuchen, wen ihr in diesem Spiel helfen wollt. Wenn ihr euch wirklich verbessern wollt in PvP und von Skill reden wollt, dann sucht euch Leute, die Bock haben auf PvP, die fighten wollen, die euch angreifen. Die könnt ihr von mir aus auch 30-0 wegrasieren, weil die haben ja dann Bock auf PvP. Die haben euch angegriffen. Aber ich kann jetzt auch sagen, selbst High Level, so ein Level 500er oder so. Nicht mal da hat immer jemand Bock auf PvP. Wenn dann Level 500er ist und ich weiß einfach, der hat jetzt gerade absolut keine Schnitte gegen mich, dann werde ich den da nicht wegfarmen. Also ich finde, man kann gut abschätzen, wer was drauf hat, wo es sich lohnt, den anzugreifen und wer nicht. Und ganz, ganz wichtig, Leute, bei Videospielen geht's um Spaß. Man fängt Videospiele an, um Spaß in diesem Spiel zu haben und nicht um sein Leben da rein zu sweaten. Am besten noch sein Real Life zu vergessen, weil Real Life ist wichtig, Leute. Sehr, sehr wichtig. Ich will euch das wirklich ans Herz legen, dass ihr daran denkt, dass es noch eine Welt da draußen gibt. Und diese Welt da draußen ist wesentlich wichtiger als die virtuelle Welt. So, und dann hier noch eine kleine Challenge an euch, so eine quasi Anti-Griefer-Challenge. Sorgt dafür, dass sich kein Noob bei Griefer oder Abfucker auch nur noch mal irgendwie traut, sich auf so ein scheiß Bike zu setzen, holt die da runter und die Leute könnt ihr dann auch aus der Lobby rausfarmen. Wenn es so dreckige Noob-Biker sind, macht die fertig. Und da spreche ich jetzt explizit von den Noob-Bikern, die wirklich damit Leute abfucken. Nicht die, die damit eine Fracht verkaufen wollen oder da nur Vorräte holen, sondern die Leute, die wirklich damit Leute abfucken. Und das zweite ist, macht die Leute fertig, die Frachten zerstören. Weil das sind Leute, die haben Bock auf PvP, die wollen das richtig. Geht dahin und rasiert Griefer. Und hier mache ich es genauso wie Thunder. Macht davon Videos, ballert noch irgendwie Hashtag RapX oder so in den Titel und schickt mir das auf Instagram. Ich schaue mir die Videos dann an, wie ihr Noob-Biker angreift, wie ihr die zerstört, wie ihr Griefer, also Leute, die Frachten zerstören, wie ihr die zerstört.
schaue ich mir absolut gerne an. Mein Instagram ist i_rebix. Da könnt ihr mir dann schreiben, schickt mir die Links. Ich ziehe mir das rein. Und auch ich werde mal ein Video dann darüber machen. Und die meiner Meinung nach besten dann in diesem Video erwähnen und verlinken. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Ich weiß, es war ein sehr langes Video. Aber das musste jetzt mal sein. Das neue DLC kommt nächsten Dienstag. Ich bin richtig gehypt. Ich hoffe, ihr habt auch Bock. Wir sehen uns auf jeden Fall. Bis dahin, haut da rein, Leute. Und ciao, ciao. Damn, damn with the white van. Yeah.